Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Zahltagbox von Gio. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Zahltag von Gio, das Ganze aus dem Jahr 2017. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Genre Deutschrap. So sieht das aus. Die Box ist in schwarz bzw. dunkelgrau und weiß gehalten. Wir haben hier eine dichte Wolkenwand am Himmel aufgetürmt, also sieht nach Unwetter aus. Und dann lesen wir hier Zahltag, den Albumtitel, darunter Gio, den Interpreten. Und dann haben wir hier eine Statue, es dürfte sich wohl um Justitia handeln, da sie hier eine Waage in der Hand hält. Und Justitia normalerweise eine Frau mit verbundenen Augen, die ja recht sprechen soll, unabhängig jetzt von irgendwelchen äußeren Einflüssen. Daher auch die Waage, ist so das Symbol für die Gerichte in Europa oder ich glaube generell auf der Welt, so die Göttin der Justiz, der Gerichtsbarkeit. Und in diesem Fall wurde die gute Dame aber enthauptet. Also das dürfte wohl ja auf Zahltag hindeuten. Hier wurde jemand der Kopf abgeschlagen. Und ansonsten ja alles in schwarz und grau gehalten. Auf der Seite lesen wir auch wieder Zahltag Gio. Ansonsten hier wirklich alles schwarz-grau, bis auf Distri und einen Barcode. Ja, was mich am meisten an dieser Box nervt und stört, ist echt das Material. Denn es ist so ganz dünnes Papier, so eine ganz klapprige Box. Und deswegen haben wir hier auch schon diverse Beschädigungen. Also, die ist auch damals schon beim Versand mit erheblichen Schäden zu mir gekommen. Ich bin generell kein großer Fan von diesen Boxen, aber ja. Genug über die Box gejammert, jetzt kommen wir mal zum Inhalt. Wir haben hier einmal drin ein Poster, einen, zwei Sticker, das Album, die Album-Instrumentals und ein Shirt. So, nachdem das Shirt noch in Folie ist, holen wir das mal raus. So, und das ist auch schon spannend. Das habe ich auch noch nie bei einem Shirt gesehen. In der Verpackung ist hier noch so ein Sticker eingearbeitet und hier lesen wir: eigene Shirts bedrucken, wir machen textildruck.de. Ja, also scheinbar hatte Gio mit denen irgendwie einen Deal, dass die das für ihn gemacht haben und sie hier in seinen Boxen noch Promo machen dürfen. Größe L das Ganze. So, aber wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Zahltag Gio, das Cover wie auch schon auf der Box. Hier lesen wir auch wieder Zahltag Gio. Und so sieht das Ganze auf der Rückseite aus. Wir haben 13 Tracks an der Zahl. Und da haben wir dann drei Features darauf verteilt. Ein Feature hier von Mylen oder Mylin. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne den oder die nicht. Und dann noch zwei Features von Angst. Ja, dann haben wir hier wieder eine, sieht so aus wie eine Häuserfassade. Und hier unten dann noch die Credits und einen Barcode. Das Ganze kommt in so einem dünnen Digipack. Von innen sieht das so aus. Produziert von D-Rush, das ist die einzige Info, die wir hier lesen. Also ich gehe mal stark davon aus, er ist der Executive Producer und hat hier wirklich alle Beats beigesteuert. Auf der CD haben wir dann wieder das Artwork, wie wir es kennen. Die enthauptete Justitia, da hier runter ist alles in schwarz gehalten. Es ist das Debütalbum von Gio und er hat auch noch Instrumentals beigelegt. So sehen die aus, also vom Cover her ident. Hier eben der Zusatz Instrumentals. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir hier dann auch wieder 13 Tracks vorfinden. Zahltag Gio, ansonsten in schwarz und weiß. Und das Ganze kommt dann in einer Papphülle. Jawohl. So, das war es soweit mit der Musik. Wir haben dann noch mit dabei zwei Sticker. Einmal diesen hier, quadratisch, mit dem Albumcover. Und dann haben wir noch diesen hier, rechteckig, Zahltag Gio lesen wir hier. Ein Poster ist auch noch mit dabei. Dieses ist im Hochformat. Hier lesen wir auch wieder Interpret plus Albumtitel.
Darunter wieder die Statue ohne Kopf. Und das Ganze ist einseitig bedruckt und im Hochformat. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Shirt. Und zwar haben wir hier im Brustbereich wieder den Albumtitel plus den Interpreten aufgedruckt. Und darunter dann, also wenn man es dann trägt, so rechts unten am Bauch, dann auch hier wieder die enthauptete Justitia-Statue. Rücken ist blank, alles in schwarz gehalten. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem B&C Exakt 190 in der Größe L. Und das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt mal wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L. Dann das Poster einseitig bedruckt im Hochformat. Die beiden Sticker einmal im Querformat, einmal quadratisch. Die Instrumentals zum Album in der Papphülle. Und natürlich das Album an sich, Zahltag mit insgesamt 13 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, Zahltag von Gio. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Gio unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.